Mann, jetzt ist es schon so spät. Es ist gleich 0 Uhr. Ich sitze hier immer noch. Madame schläft wieder drüben, ey. Ich schneide ihre Videos. Mann, Mann. Jetzt haben wir eigentlich einen Night Talk. Ich meine, im Grunde genommen könnte man fast hier so ein, wie sagt man, so ein Live, so ein Stream könnte man hier eigentlich. Ich muss einfach nur die Kamera hinten anschließen am Computer, dann kann ich ja streamen. Falls ich das mal machen soll, live streamen mit euch dabei, eventuell könnt ihr mir das gerne mal sagen. Dann mache ich das live mal nicht aus dem Laden, sondern streamen aus der Kammer. Und da können wir ja auch mal ein bisschen diskutieren über alles Mögliche. Ja, wie gesagt, ich sitze ja eh immer hier noch rum. Ich sitze hier rum, Popel in der Nase. Dann kommt aber nichts. ja, ist schon witzig. Ist schon witzig. Der Hans ist live im TV gerade. Da läuft er jetzt rum. Tada. Ja. Ja, und abonniert hat er auch gerade. Ist so witzig. Ist so witzig. Tja, vielleicht machen wir das, wie gesagt, morgen mal. Also ja, mit einem kleinen Livestream hier. Ist doch gar nicht schlecht. Den fange ich dann um 21 Uhr so an. Und mach den bis 0 Uhr. Entschuldigung. Zensur gibt es hier eigentlich nicht, aber naja, man kann ja auch nicht alles. Man kann nicht alles schreiben. Kann ich alles stehen lassen, was man sagt. Wenn man das bei Kitzelf macht. Ja, gerne, lieber Hans, bist du eingeladen und darfst bei Kitzelf mal alles zum Besten geben. Und in diesem Rahmen bleibt alles bestehen. Zu 100%. Kannst du total ausfallend werden. Musst du allerdings auch vertreten können. Weil es wird nicht geschnitten. Also das Konzept, ne, also das bleibt. So wie es ist. Liebe Leute, Vlog 353. Was bin ich klein? Brauche noch ein Arbeitsblatt auf der Höhe. Der Hans hat schon wieder ein Video kommentiert. Das ist ja Wahnsinn, der ist ja richtig aktiv. Das Deutsche Postvideo. Es läuft 22 Minuten, die Produktion ist durch. Jetzt ist es aber so. Jetzt haben wir das produziert in voller Länge. Das spricht, das geht. Sicher, nee. 1 Stunde, 2 Minuten. 1 Stunde, 3 Minuten, knapp. Geht gar nicht. Aber das geht nicht. Vielleicht gehen wir auch noch mal auf die Stimmung. Was nehmen wir denn da jetzt? Romantisch wäre doch schön romantisch. Latin Lover bestimmt nicht. Sand Box, das hört sich nach irgendeiner Zeit an, die abläuft, die da so eine Sanduhr, Sand Clock. Ne, das geht nicht, das ist eher so Apartment-Mucke. Musik, ey, das ist echt schwierig. Was soll ich denn da nehmen? Meine Fresse. Find mal Musik raus für irgendwas. Find. Dramatisch, düster, fröhlich, ja. Irgendwelche Jazz. Ein bisschen Highschool an. Turbo-Bildschirm, der Turbo hell ist und Turbo einfach Turbo ist und meine Festplatte übrigens.
War das nicht? Das war natürlich nur die Verpackung von der Festplatte. 1:45 Uhr. Jetzt bearbeite ich noch das nächste Video. Und Marlies hat ihren ersten Abonnenten von selbst generiert, sozusagen. So geil. 1:45 Uhr am 7.2.2018. Der Kanal beginnt langsam zu laufen. Ich freue mich sehr für sie. Boah. Mal gucken, ob sie das morgen merkt. Merkt sie bestimmt, wird sie sofort merken. Jo, jetzt ist es 3:30 Uhr morgens. Ich gehe jetzt pennen. Reicht ja auch. Der produziert immer noch. Immer noch Krankendienst. Aber jetzt gibt es erstmal ein Brot für die Kleine. Am Bett. Ja, am Bett. Mmh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ich bin gespannt, wenn Mama kommt, bin ich jeder entlassen. Dann kann ich endlich was tun. Also das ist wirklich so was Unproduktives wie jetzt hier. Ich werde ein bisschen die Bude aufräumen, aber das war's. Das ist wirklich schlimm. Kann man nicht machen. Hier steht jetzt der Computer. Ach, geht an. Ja, schön, nett. Ja, da drüben sehen sie halt nicht mehr. Ja, wenn die Kleinen schlafen müssen oder so, das ist scheiße. Wenn es in Zukunft, wenn es richtig läuft und das ein bisschen Geld bringt, auch tatsächlich, dann kann man natürlich auch jemanden bezahlen davon. Ist ja klar. Weil im Grunde genommen das Geld ist ja immer nur um dem. Also ich würde es so sehen, wenn das Geld, was da reinkommt, ist immer nur um diesen Kanal oder diese Aktion, die man macht, voranzutreiben oder nach vorne zu bringen. Selbstträgbar. Dass sich das dann am Ende irgendwann selbst trägt, ganz genau. Dass man dann am Ende auch jemanden einstellen kann, sozusagen einstellen oder beschäftigen kann, erstmal einstellen, hört sich immer so groß an. Bei Alien ist es ja mittlerweile so groß, dass die Leute einstellen, ja, ja. Richtig. Ne? Und das ist ja auch cool, das finde ich gut. Und man selber macht dann ja das, was man kann, was man sowieso, was ich hier mache, filmt seinen Tag, meinetwegen. Jo, jo, jo. Marlies ist da, Gott sei Dank. Kann ich endlich ihr Video fertig machen? Was soll ich schreiben? Achso, was du schreiben sollst, ist. Fee mit. Nee, keine Fee. Elfe mit Koi. Eigentlich heißt das Wunscherfüllung, aber das ist. So wird kein Suchbegriff sein. Arbeit lohnt sich. Oh Mann, ey. Jetzt hast du, dass das jetzt hier gerade aufploppt, ist natürlich. Dein Kanal abonniert. Hä? Mein Kanal abonniert, ja. Steht dann. Dankeschön. Das rührt mich zu Tränen. Live Reaction und Abo auf YouTube. Brötchen. Ein Wort des Dankes. Brötchen. Danke. Ich wünsche mir den Weltfrieden. Ja, genau. Nehmen Sie diesen Preis an? Ich nehme diesen Preis nicht an. Was? Ja, das darfst du noch nicht sagen. Nein, ich habe jetzt von den... Marcel Reich-Ranitzky, den kennen Sie aber nicht am anderen Ende der Welt. Wahrscheinlich. Mein Ego ist bei minus 10. Es baut sich langsam auf. Es baut sich auf Nulllinie auf. Wir kommen dem Nullpunkt langsam näher, näher. Oh, ich hab die ganze Nacht durch irgendwelche Musik gesucht und oh Mann, ey.
Jetzt isst ja, du bei Mama das, das kann doch nicht wahr sein. Aber Trockenbrot, ich hab ihr Leberwurstbrot jetzt gegessen. Trockenbrot? Ja. Hey. So, Nick muss jetzt verpacken und verschicken. Okay, liebe Leute, jetzt mache ich hier eine Aufnahme und gleichzeitig laufe ich auch auf dem PC da rum. Da ein Endlosbild, wer kennt das nicht? Kommt dann irgendwann das Universum und greift einen und will einen reinziehen. Pass auf nochmal. Ja, da kommt man dann nicht mehr klar. Da kommt das Feuer der Unendlichkeit. Warte, ich schläf da drüben. So nicht, nicht mit mich. Also bis später. So, jetzt beende ich erstmal für heute den normalen Mitschnitt, damit ich schneiden kann. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Abend. Ich habe meinen Livestream gestartet von zu Hause aus. Jetzt gucken wir mal. Ich sitze hier in meiner Kammer. In der wunderschönen Kammer. Oben schlafe ich. Da oben schlafe ich. Hier unten arbeite ich. Könnt ihr alles in den Vlogs sehen. Und das ist unsere Wäschekammer eigentlich. Ja, so sieht es aus hier. Jetzt seid ihr mal live dabei beim Schnitt. Deswegen mache ich jetzt die Aufnahme aus. Aber der Stream läuft weiter. Auch wenn er kurz aussetzt. Ich hoffe, das funktioniert. Schauen wir mal. Ich mache mal aus.